Die amerikanische Künstlerin Elaine Sturtevant hat Mitte der 60er Jahre mit etwas begonnen, das damals noch gar nicht so richtig geschätzt wurde. Sie hat nämlich die Pop-Art, die damals gerade im Entstehen war, nochmals auf die Spitze getrieben. Sie hat die Kunstwerke ihrer männlichen Kollegen, mit denen sie zum Teil auch befreundet war, kopiert, wobei sie sich gegen diesen Begriff kopieren vehement wehren würde. Sie hat sie wiederholt. Sie hat zum Beispiel Warhols Flowers in dem Jahr, in dem er sie selber gemacht hat, einfach nochmal als Warhol Flowers gemalt. Warhol hat ihr angeblich sogar eine seiner Seidensiebe zur Verfügung gestellt. Stella hat ihr gezeigt, wie man seine Werke malt, und auch Jasper Johns hat ihr die komplizierte Enkaustiktechnik erklärt. Oldenburg, sagt man, hat eher etwas befremdlich darauf reagiert, als Elaine Sturtevant neben seinem Oldenburg Store gleich noch einen Sturtevant Oldenburg Store eröffnet hat. Was sie auch gemacht hat, ist, dass wenn man sich die Pop-Art anschaut, dass man sieht, dass zum Beispiel Jasper Johns auch schon vorgefundenes Material verwendet hat, dass er die amerikanische Flagge gemalt hat. Andy Warhol hat die Flowers aus einer Zeitschrift entnommen und diese abgemalt. Oldenburg hat einen Hamburger gezeichnet oder als Skulptur geformt. Und was Sturtevant macht, ist, dass sie die Kunstwerke verwendet als sogenannte Readymades im Sinne von Marcel Duchamp, der für alle Künstler der damaligen Zeit sehr wichtig war. Was Elaine Sturtevant damit gemacht hat, ist natürlich genau das zu hinterfragen, was ein Kunstwerk ausmacht. Originalität, Authentizität, Autorschaft. Diese Begriffe stellt sie mit dieser Wiederholung der Kunstwerke in Frage. Man kann Elaine Sturtevant als Vorreiterin verschiedenster Kunstrichtungen sehen. Eben einerseits der Konzeptart, aber auch der Appropriation Art, eine Kunstrichtung, die sie selbst noch nicht so genannt hat. Tatsächlich kam die Appropriation Art erst Mitte der 80er Jahre auf mit Künstlerinnen wie Richard Prince oder Cindy Sherman. Elaine Sturtevant hätte sich zum Beispiel auch selbst nie als Feministin bezeichnet, aber natürlich hat ihre Kunst etwas Feministisches. Man muss sich vorstellen, dass sie tatsächlich bis zum Schluss immer nur Kunstwerke ihrer männlichen Kollegen wiederholt hat. Warum nennt sie sich auch zum Beispiel nur Sturtevant? Sie lässt ihren Vornamen bewusst weg. Das macht sie aus dem Grund, weil natürlich andere männliche Künstler sich auch selbstbewusst nur mit dem Nachnamen bezeichnen lassen. Sie sagt, ich bin Sturtevant, und steht damit selbstbewusst da. Und es ist aber andererseits auch ein Kokettieren mit diesem männlichen Künstlergenie, in dessen Fußstapfen sie mit ihrer Kunst dann eigentlich tritt. Sehr interessant ist auch, was Elaine Sturtevant Mitte der 60er Jahre mit ihren sogenannten Composite Drawings gemacht hat, wo sie Werke verschiedenster Künstler auf einem Blatt kombiniert. Sie bringt zum Beispiel Jasper Johns Flagge mit Liechtensteins Hotdog in Verbindung. Etwas, was natürlich schon beinahe an eine Blasphemie grenzt, die amerikanische Flagge mit einem Hotdog, das macht sie. Oder sie bringt Wesselmans Great Nude mit der Zielscheibe von Jones in Verbindung und macht damit aus der Aktdarstellung eine Zielscheibe. Und das sind sehr schöne Blätter, wo man auch ihren Humor viel besser sieht. Insofern ist es schön, dass wir uns in dieser Ausstellung auf ihre Zeichnungen konzentrieren, die beinahe einer Retrospektive im zeichnerischen Bereich entspricht und rund 100 Zeichnungen der Künstlerin zeigt. Musik